Mitglieder berufen? Nein, nicht Freundschaft. Obwohl, da müssen wir auch noch ein bisschen gleich gucken. Per Brief. Was? Die stand echt per Brief? Hallo, Naruto. Mann, wie lange ist das her, seit ich dich gesehen habe? Auf jeden Fall ganz schön lange. Erinnerst du dich noch an mich und meine Mutter? Wenn nicht, werde ich dir das niemals verzeihen. Ich erinnere mich genau. Wie geht's dem Schatten? Hey, Aoi, Mensch, das weckt Erinnerung. Keine Sorge, ich erinnere mich ganz gut an euch. Aoi und Tsubaki, stimmt's? Dieser Schattentyp ist doch nicht etwa wieder aufgetaucht, oder? Sollte er doch, gib mir einfach Bescheid. Dann komme ich zurück und mache ihm ein für alle Mal den Garaus. Interessant, also kann man hier sogar noch mehr Post bekommen. Ja. So, wir gehen einmal kurz so. Und wieder so. Shino ist immer noch weg. Shino ist immer noch weg. Shui ist aber noch da. Und er hat hier geladen. Alles klar, deswegen. Gehen wir da doch auch gleich mal hin. Heute ist der Tag, an dem du das erklären musst. Mensch, ich habe doch schon gesagt, ich hatte keine Wahl. Wie? Was ist denn los? Streitet ihr euch etwa? Und der war auch daran beteiligt. Du kreuzt hier gerade zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt auf, weißt du das? Hä, wie bitte? Und das ist ein Restaurant, wo wir eine nette, lange Unterhaltung führen sollten. Was geht denn jetzt ab? Was ist denn plötzlich mit Shino los? Sophie hat ja lange nicht mehr gequatscht. Warum hast du mich bei der Mission zur Rettung von Sasuke nicht mitgenommen? Hä, bist du immer noch sauer wegen dieser Mission vor 3 Jahren? Oi, oi. Hör mal, ich hab's doch schon gesagt, du hattest eine andere Mission und wir konnten dich deshalb nicht fragen. Aber ihr hättet warten können. Nein, hätten wir nicht. Schnelligkeit war bei dieser Mission überaus wichtig. Wäre ich dabei gewesen, hätten wir Erfolg gehabt. Ah, hör schon. Achso, hör schon. Das tut weh. Ganz im Ernst, warum kommst du gerade jetzt mit der Sache? Weil ich mich dabei nicht ausgezeichnet habe. Was? Weil ich mich dabei nicht ausgezeichnet habe, okay? Hä? Eine wichtige Mission und ich war als einziger nicht dabei. Kiba und Shui konnten gegen starke Feinde ziemlich heftige Kämpfe bestreiten. Und ihr drei wart überall das absolute Gesprächsthema Nummer 1. Als ihr dann von der Mission zurückgekehrt wart, aber ich war... Seufz. Weißt du, du bist echt, Mann, dann ging es doch wirklich nur um dich und dein Ego. Alles klar. Shikamaru, wenn du das nächste Mal zu einer Rettungsmission für Sasuke aufbrichst, nimmst du mich dazu, ja? Vergiss das ja nicht. Ja, naja, ich werde darüber nachdenken. Ich habe das ja sowieso nicht zu entscheiden. Mann, so wichtig war das letzten Endes doch nicht. Doch war es. Es war sogar überaus wichtig, Kiba. Offenbar muss ich dir das alles nochmal ganz von vorn erklären. Nein, ernsthaft, vergiss das Thema. Nein, ich will es dir erklären. Du musst unbedingt wissen, wie wichtig es ist, sich hervorzutun. Oh Mann. Und weg sind sie. Mit dem Typ ist nicht gut Kirschen essen. Das ist wahr. So. Nein, jetzt ist da nichts mehr. Wir gehen mal ganz kurz zu Nudeln essen. Gucken mal, ob Ino wieder im Laden ist und kaufen ein paar Sachen. Gucken, ob die Prüfung weitergeht. Gucken wegen den Freundschaftspunkten. Bla 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 bla. Eben alles Mögliche. So. Ich glaube irgendwie nicht, dass Ino da ist, weil mit der Mission mit Temari ihm hatte sie eigentlich nichts zu tun. Ich sag ja, sie ist nicht da. Ich habe keine Ahnung, wo die ist. Okay, wir gehen mal kurz hier lang. Und da haben wir nämlich Neji. Wahrscheinlich hat Ino eigentlich Freundschaftspunkte voll. Ja, die ist wahrscheinlich irgendwo, mit der wir uns treffen können. Neji hat auch voll. Der einzige, der noch fehlt, ist Gai, Lee, Hinata, Yamato und Tenten. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Blumenstrauß.
Oh nein. Ja, das heißt, wir müssen jetzt erstmal Ino finden. Oh, das ist jetzt nicht dein Ernst. Ach, das ist jetzt nicht... Wir müssen erstmal Ino finden. Damit wir wieder Sachen kaufen können. Ich glaube, es gibt aber noch zwei Restaurants. Ne, ein Restaurant gibt es doch. Und das ist hier oben. Da können wir nochmal nachgucken. Das sieht gut aus. Er lädt nämlich sehr lange. Ja, da haben wir doch auch schon mal was. Es ist aber nicht Ino. Oh, Konomaru und Temari und Shikamaru. Was für eine merkwürdige Mischung. Hey, das ist ja Naruto. Was macht ihr drei denn da? Wir sind wegen der Aufräumarbeiten nach den Schulenprüfungen nach Konoha gekommen und haben zufällig Konomaru getroffen. Jetzt gehen wir Klöße essen. Hey, Sensei Temari habe ich schon seit Ewigkeit nicht mehr gesehen. Sensei Temari? Ha, dann hast du vor 3 Jahren in Konoha an der Ninja-Akademie gelernt, Temari? Das war, als Sasuke das Dorf verließ. In Konoha gab es damals nicht genügend Leute, deshalb kam sie zur Aushilfe her. Ach richtig, Konoha wurde damals zerstört und überdies musste Sensei Iruka dringend auf eine Mission gehen. Daher wurde Sensei Temari äußerst kurzfristig erschaffen. Hi, ich habe Shuriken-Jutsu von Sensei Temari gelernt. Hey, das war bestimmt ganz schön hart, so wie ich Temari kenne. Glückwunsch, dass du das überlebt hast, Konohamaru. Sensei Temari war zwar streng, aber manchmal hat sie mich auch zu Klößen eingeladen. Sie lachte dann immer und... Ich war damals schließlich eine Lehrerin, wenn auch nur für kurze Zeit. Und solche Dinge, solche kleinen Dinge, wie das zu tun, ist ja doch wohl selbstverständlich. Dann wirst du also auch diesmal für die Klöße zahlen, Temari? Nein, Shikamaru kommt heute für die Rechnung auf. Hä, warum das denn? Er hat was bei den Dokumenten für die Schulenprüfung versemmelt. Eigentlich hätte man ihm Geld abziehen müssen, aber ich hab's nochmal durchgehen lassen. Ich wurde da von einer echt grässlichen Person erwischt. Wenn das jetzt immer so weitergeht, wäre die Lohnkürzung echt besser gewesen. Das kann ich dir sagen. Ja, so. Uff, danke fürs Essen, Sensei Temari. Hey, du hättest du jetzt zu mir sagen müssen, weißt du noch? Hey, danke, Shikamaru. Also, seit damals ist sehr viel Zeit vergangen. Warum zeigst du mir nicht, wie sich dein Shuriken-Jutsu verbessert hat? Hä, das willst du sehen? Toll, ich hau dich glatt aus den Socken, Sensei Temari. Ach ja? Na, das möchte ich echt mal sehen. Oh Mann, das ist wirklich eine nette Lehrerin, findest du nicht? So, Naruto ist wieder alleine. Jetzt hat sie wirklich wie eine echte Lehrerin ausgesehen. Oh, ein Brief. Aber ich würde sagen, ich glaube, wir sind bald fertig mit dem Spiel. Post überprüfen. Was? Man kann sich echt gut auf dich verlassen. Achso, es gibt ja hier keine Herzenspunkte. Haha, Naruto, wenn du wieder... herkommst, könnte der schwarze Schatten ja ruhig auch wieder auftauchen. War ein Scherz. Sag mal, vor einiger Zeit bin ich nach Konoha gereist. Ich hatte was für meine Mutter zu erledigen, aber dich habe ich nicht angetroffen. Wo warst du nur? Ich war echt unheimlich enttäuscht. Du warst hier? Gut, dass ich nicht da war. Hä? Nicht doch. Warte mal, Aoi. Du warst in Konoha? Ah, ich hätte dich gern gesehen. Ich hätte gern gesehen, was seit unserer letzten Begegnung aus dir geworden ist und ich hätte dir gern alle möglichen Orte gezeigt. Wenn du das nächste Mal herkommst, musst du mir unbedingt vorher Bescheid sagen. So, Lee und Guy brauchen ja auch noch ein paar Pakete und die müssten nach vorne sein. So, Sensei Guy ist voll. Lee noch nicht, aber jetzt. So. Ah, da ist Ino doch. Na, endlich. Ach, na, endlich. Tolles Timing, Naruto. Wir haben schon nach dir gesucht. Nach mir gesucht? Warum das denn? Ja, warum eigentlich? Wir brauchen Naruto nicht. Nicht nachdem ich endlich eine Verabredung mit dir habe, Sai. Hä, eine Verabredung? Stimmt das wirklich, Sai? Nein, sie hat
mir gesagt, sie wollte sich nur unterhalten. Aber ich bin nicht an andere Leute außer Sakura und dir gewöhnt. Naruto, deshalb dachte ich, es wäre eine gute Idee, wenn du mitkämst. Verstehe, ja, ich würde mir auch ein bisschen Sorgen machen, wenn du das ganz allein durchziehen müsstest, Sai. Ach was, du planst doch nicht etwa, uns in die Quere zu kommen. Ich tue mein Bestes, um euch nicht in die Quere zu kommen, aber ich werde genau aufpassen, dass diese Sache nicht gefährlich wird. Sai, man hat sich ganz schnell mal verplappert, deshalb halte lieber den Mund, sonst... Achso, soweit es geht. Entschuldigung. Ich erledige das schon irgendwie für dich. Na gut, können die jetzt Gedanken lesen oder warum konnten sie gerade ihre Gedankenstimmen hören? Das ganze Lesen macht einen echt fertig. Und das hat mich zu dem Entschluss gebracht, Sanitäter-Ninja zu werden. Aber Mann, das Training ist wirklich hart. Ich wollte es schon so oft fast aufgeben, aber dann hat immer mein Wettkampf-Ehrgeiz gesiegt. Puh, bisher keine Probleme, obwohl Sai einfach gar nichts gesagt hat und Ino die ganze Zeit vor sich hin plappert. Übrigens, Sai, was hast du eigentlich vorher gemacht? Oh, tut mir leid, war das eine unangenehme Frage? Naja, Sai hat alles Mögliche gemacht. Dich habe ich nicht gefragt, Naruto. Nein, wohl nicht. Aber du bist so still, Sai. Hast du eigentlich irgendwelche Hobbys? Sai zeichnet gern und... Ich sagte schon, dich habe ich nicht gefragt. Nee, ist ja schon gut. Tut mir leid, dass ich so viel rede. Würdest du mich vielleicht auch gern irgendwas fragen, Sai? Ich gebe auf alles Antwort. Na dann, Ino, warum hast du eigentlich... Jetzt hör mal genau zu, ich frage nicht dich. Ja. Ehrlich, was stimmt eigentlich nicht mit dir? Du ruinierst doch diese ganze Verabredung. Du schwatzt und Sai hat nicht die geringste Chance, etwas zu sagen. Eigentlich bist du diejenige, die hier schwatzt und schwatzt. Oha. Naruto, was hast du gesagt? Nichts. Und Ino, jetzt zeigst du dein wahres Gesicht. Haha. Sai, bitte vergiss, was ich gerade gesagt habe, ja? Ich bin immer und überall eine nette und freundliche junge Dame. Total. Ino ist die netteste überhaupt. Seufz. Du allein bist schuld, dass ich nicht bezaubernd und charmant sein konnte, Naruto. Ich bin schuld? Aber es ist nicht schlimm, wenn Sai eine eher schweigsam ist. Coole Typen sind immer so. Cool, hä? Sai, wollen wir vielleicht wieder mal ausgehen? Das nächste Mal könnten wir uns ja intensiver unterhalten. Ja, er sagt, das geht in Ordnung. Ist das nicht toll, Ino? Oha, jetzt ist sie wieder wütend. Was habe ich zu dir gesagt? Ich rede nicht mit dir. Schon vergessen? Ah, ich bin fix und fertig. Sai, dieser Blödmann. So schweigsam musste er nun auch wieder nicht sein. Irgendwie ist er ja wirklich extrem. Na, ich hoffe mal, Ino ist jetzt wieder zurück. Wäre schön. Erstmal gucken, ob hier jetzt noch was Neues erscheint. Nope. Dann können wir einmal zu Ino in den Laden, wenn das geht. So. Ja, jetzt geht's wieder. Jetzt gucken wir erstmal. Wie viele braucht man denn noch? Auf jeden Fall zwei. Drei. Drei Stück. Nur drei. So, ich kaufe vorsichtshalber mal vier. So, Ino geben wir keinen Blumenstrauß. Ich glaube, das geht doch sowieso nicht mehr. Dann gehen wir als erstes gleich zu Hinata. So, dann müssen wir die anderen noch irgendwie finden. So. Hinata ist auch voll. Dann können wir einmal kurz hier hin. Und... die Sachen einsammeln.
Dann würde ich ehrlich gesagt einmal kurz gucken, ob die Prüfung weitergeht. Obwohl wir sowieso die Prüfung wahrscheinlich nicht fertig bekommen. Dann können wir gleichzeitig gucken, wen wir noch so antreffen. Da haben wir Tenten. So, Yamato braucht er auch noch. Yamato braucht sogar zwei. Sehr toll. Sehr, 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 sehr toll. So, wer fehlt denn jetzt noch? Gar keiner. Wir haben alle geschafft. Yeah, wir haben alle geschafft. Die Freundschaftspunkte sind voll da. Ach ja, ich wollte einmal aufs Dach. Und der Kampf geht weiter. Ich bin bereit. Und du? Bist du bereit für die nächste Prüfung? Jo, von mir aus kannst du losgehen. Bla 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 bla. Vielleicht sogar der letzte Kampf. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. So. Na komm, 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 komm. Ha, hau bloß ab, Neji. Ich hab doch gesagt, hau ab. Ich habe ihn trotzdem noch getroffen. Tja, nicht mit mir. Oh oh. So, beendet. Das war's dann wohl. Das war's dann wohl mit dem Kampf. Ja, das war's dann wohl. So, ich wollte nicht singen oder so, falls man das gerade irgendwie so rausgehört hat. Nein, das wollte ich nicht. Oh, jetzt bin ich mit den Kopfhörern gegen das Mikro gekommen. Ich glaube aber sofort können wir jetzt nicht den nächsten Kampf machen. Ich würde diese 10 Prüfungen gern machen, aber wenn sich das so über einen langen Zeitraum durchzieht, dann mache ich es nicht, nein. So, weil jetzt kann man schon mal wieder nicht die nächste Prüfung machen. Jetzt haben wir sowieso alle Herzen voll. Jetzt gucken wir mal, wo die ganzen Gespräche sind. Das heißt, wahrscheinlich müssen wir auch nochmal nach Suna reisen. Und dann machen wir die ganzen Gespräche und dann kommen wir wieder und dann, ja. Und dann müssen wir auch nochmal gucken, was für Linie-Werkzeuge wir noch herstellen und kaufen können. Das mache ich aber ehrlich gesagt erst nach den ganzen Herzengesprächen, weil wir da noch Items rauskriegen. So, eine Mädchenrunde. Oh, ihr alle drei zusammen auf einem Fleck. Das ist aber selten. Oh, du bist es, Naruto. Wir wollten gerade etwas essen gehen. Willst du mitkommen? Ha, darf ich? Natürlich komme ich mit. Irgendwie wirkt das sehr freundlich und das macht mir Angst. Die sind nicht so freundlich eigentlich. Und damals hatte Sai ja so eine Klappe. Ich hätte ihm nur allzu gern richtig eins auf die Nase gegeben, auf die Nuss gegeben. Warte mal, Sai, im Ernst? Das kann nicht sein.
Du weißt einfach überhaupt nichts über Sai, das ist alles. Ach, da fällt mir was ein. Ihr kennt doch Lee. Also, die kennen Lee nicht. Also, vor einiger Zeit trainierte der mal an einem total regnerischen Tag. Ich war fest davon überzeugt, er würde schon eine Erkältung einfangen, aber er strotzt immer noch vor Gesundheit. Es ist nahezu sprichwörtlich, manche erkälten sich einfach nie. Entschuldigung. Ha, ja, bei Lee könnte das stimmen. Naja, aber hört euch das an. Unser Shui, ihr wisst doch, wie viel Shui ist, oder? Ich hatte das Gefühl, das sei nicht gut für ihn. Also wollte ich ihn warnen, ganz taktvoll. Aber wisst ihr, was er gesagt hat? Mein Körper ist nicht so schwach. Ich wurde wütend und sagte ihm, das könnte er sonst wem erzählen. Aber er ist wirklich nicht krank geworden. Was soll denn das? Das kann doch nicht mit rechten Dingen zugehen. Ich denke, ich komme überhaupt nicht zu Wort. Ich weiß auch nicht, ob ich mich wirklich an dieser Unterhaltung beteiligen möchte. Hey Naruto, hörst du überhaupt zu? Ja, klar doch. Uff, das war gut, sich mal alles von der Seele zu reden. Ja, gut, dass wir das regelmäßig tun. Regelmäßig? Du meinst, ihr habt sowas schon öfter gemacht? Natürlich. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Gut, dann lautet unser nächstes Thema Naruto. Wer irgendwelche Beschwerden loswerden will, hat beim nächsten Treffen Gelegenheit dazu. Hä, ich? Genau, wir brauchen ein ganzes Treffen für dich allein. Es gibt da eine Menge Punkte zu besprechen, weißt du? Sachen, die schon lange gesagt werden müssten. Was soll denn das? Was für eine Art Gespräch ist das hier? Entschuldigung. Alles klar, Leute, bis zum nächsten Mal. Das hat jetzt Ino gesagt, nicht ich. Mädchen sind furchteinflößend.